Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deckpro ist niemand mit einem Cyberdark-Deck. Cyberdark ist ein uraltes Thema aus der GX-Zeit, welches unglaublich schlecht ist, jetzt aber neuen Support bekommen hat in Form der Kanone, der Kralle, sowie des Fieldspells und eines neuen Fusionsmonsters. Wurde hier mit Dragunity kombiniert, weil das ebenfalls niedrigstufige Drachen gibt und Dragunity an sich auch eine relativ stabile Engine ist, die, was den Drachenmill angeht, dem Deck entgegenkommt. Und schauen wir mal, was passiert. So, los geht's. Und übrigens, Moment, so. Falls sich irgendjemand wundern sollte, warum wir 14 Karten im Extra-Deck ist, das liegt daran, dass wir eben eine Karte rausschmeißen mussten. Ein Name genannt den Brionak, weil der nämlich auf Dev Pro nicht funktioniert. Seit gefühlt, geschätzt nicht gefühlt, sondern seit geschätzt 5 Patches ist das so. Aber ja, also sollte irgendjemand vom DevPro-Staff zugucken, das sollte man vielleicht mal angehen, dass diese Karte vom System erkannt wird, weil laut System ist die immer noch verboten. Wir spielen übrigens gegen eine Hose. Mhm. Der gebrickt hat. Mhm. Fast so hart wie wir. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ja. Ja, also wir könnten Kralle beschwören. Und einfach angreifen. Oder wir können die Karte aktivieren und was suchen. Und dann, ja, das wäre, glaube ich, besser. Ja. Ganz vergessen, der hat einen Abwerfeffekt. Keine Ghost Krass, Ash. Ne? Keine Ghost Ash. Selbst wenn wäre mir das sowas von scheißegal an dem Punkt. Ja, haben will ich sie trotzdem nicht. Doch, das wäre jetzt eigentlich sogar gerade. Warte, wollen wir den Fieldspell haben? Achso, ja, ist doch der Fieldspell. Ja, dann wollen wir bitte den Fieldspell haben. Ja, den Impact wollen wir jetzt beim besten Willen noch nicht haben. Wir haben den Fieldspell. Mhm. So, eine Ash kann jetzt nicht mehr kommen. Richtig. Weil jetzt suchen wir nichts mehr. So, also, die hat nochmal 300 Schaden gemacht und der konnte direkt angreifen, hat aber den Kampfschaden halbiert. Das ist beides komplett irrelevant. Dann nehmen wir den hier. Weil 300 Schaden meine ich, wieso nicht nur. Ja. Das kann man nicht ashen, meine ich. Nee, bisschen, hat nichts mit dem Main Deck zu tun. Ja. Er sagt im Endeffekt aus, annulliere einen Effekt, der irgendwas mit dem Main Deck zu tun hat. Ja. Dann, warte, was kann der nochmal? Der haut noch 300 Schaden drauf. Und der andere? Ach so, wir können ein Monster im Extra-Deck auf den Grave legen. Das wollen wir aber, glaube ich, actually nicht machen. Nee. Noch nicht. Weil. Schießt was, ne? Richtig. Können wir immer noch machen. Nein. Oh, 300 Damage. Nimm diese 300 Schaden. Und dann noch setze ich die hier. Ja, definitiv. Weil ich meine, wir wollen sie ja nicht aktivieren oder so. Mhm. Wir hätten jetzt natürlich rein theoretisch, wenn wir ein Foolish Burl of Belongings gehabt hätten, das in einen Upstart verwandeln können. Aber ich glaube, das wäre auch nicht worth gewesen. Nicht wirklich, nee. Die Frage ist, ob wir jetzt tot sind. Halte ich für unwahrscheinlich. Angesichts der Tatsache, dass er gerade eine Angeli gebastelt hat, ja, ist unwahrscheinlich. Wir kriegen jetzt vermutlich nicht mal eine Tiara Misu in die Fresse. Ne, jetzt wird erstmal ein MX-Säbel kommen und der holt dann... Jetzt ist die hochinteressant. Nein, der holt jetzt direkt den, weil dann damit er eine Search kriegt. Aber so, die Frage ist ja, was zum Geier hat der auf der Hand? Stimmt, weil er hat nichts gesetzt und nichts gespielt. Es ist offensichtlich keine Miau-Waffel darunter. Okay, das ist schon mal eine Karte. Ja, aber Norden ist raus. Das schmelzt. Ja, das ist ein Fusionist. Dann kommt jetzt der Invoker. Okay, dann haben wir eine Tiramisu in der Backe. Ja. Oder ein Levier. Invoker oder Levier, ist hier völlig egal. Ja, so und so Tiramisu. Ja. Also wir haben einen Raigeki. Und er hat ein Ticket. Na gut, dass ich eben gesucht, das kennen wir ja. Ah, Schloss hat er auch noch gehabt. Ah, die Fieldspell hat er auch noch. Okay. Ist er den nicht gleich aktiviert? Weil er vielleicht nicht revealen, weil er nicht riskieren wollte, dass wir ihn kaputt schießen. Kann sein. Okay, das ist Levier. Was Sinn macht. Aber wir sind nicht tot. Wir sind nicht tot, gehen aber Minus. Ja. Je nachdem, wie intelligent er jetzt zurückmischt. Also wenn er jetzt intelligent reinmischt, dann haut er uns den Fieldspell und die Klaue weg. Frag auch, wie viel Flachs er vor der Verdeckten hat. Natürlich. Blöffen. Ach so. Ich will die Verdeckte ein bisschen gefährlich erscheinen lassen. Okay.
Hätte ich vorher schon machen sollen. Nein, weil dann... doch! Auf die Beschwörung, dass er davon ausgeht, dass eine Warning ist. Die Idee kam zu spät. Jetzt geht er davon aus, dass ein Strike ist. Wobei, wenn er intelligent ist, dann geht er eh davon aus, dass das nichts ist, weil dann hätten wir die Summon auf jeden Fall gestrikt. Das hätte er... LOL! Das war nicht ganz richtig doch gespielt. Oder? Nein. Die Kralle ist immer noch im Friedhof. Die Kralle hätte er wegmischen müssen. Der Knochen war doch harmlos. Ja. Stimmt. Bleibt die Frage, was er auf der Hand hat. Also wir können jetzt theoretisch sein Feld nuken und dabei nicht mal den Raigeki benutzen. Weil einfach Edge legt, holt Kalle zurück, greift den hier an, aktiviert den Effekt, legt Nütz weg und Yaramisu rippt. Au. Aber überlebenbar. Wir sollten vermeiden, die Hexe anzugreifen. Weil, solange Schloss und Eintrittskarte liegen, sollten wir es vermeiden, die Hexe anzugreifen. Ach, wie kommst du denn darauf? So, was ziehen wir? Der bringt uns nichts. Also das passiert. Ja. Danke. Also wir können jetzt in den Levi hereinlatschen und ihm dann mit uns die Tiramisu kaputt schießen. Oder wir aktivieren Raigeki und greifen dann das Viech an, was er holt. Muss Nütz auf Monster schießen? Karte. Dann macht es definitiv Sinn, jetzt den Raigeki zu zünden. Batz! Oder Boots, je nachdem. Ja. Auf jeden Fall ins Gesicht. So. Aufs Maul gibet. Oh, das passiert. Theoretisch hätte man auch considern können, erst reinzulatschen, auf den Trigger was kaputt zu schießen und dann das Raigeki zu zünden. Weil dadurch hat er jetzt die Marke wieder auf der Hand, was wir hätten verhindern können. Oder beziehungsweise die Search of Meow auf der Hand verhindern können. Ja gut, dann Angriff. Ja. Und Nütz ja, dann das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Und Nütz schießt dann die Eintrittskarte. Ja. Ja. Tote Eintrittskarte. Ja, die Reihenfolge wär richtig gewesen. Jetzt sind wir definitiv tot. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir gleich in noch ein Duell rein. Mhm. Das brauchen wir uns jetzt hier nicht mehr anzuschauen. Wir schauen jetzt einfach gleich in noch ein Duell rein. Und ja, kannst du doch verkacken. Ja, okay. Okay, schauen wir es uns an. Bis wann warten wir? Bis er das richtige Monster holt. Bis er die Tiramisu baut? Mhm. So lange willst du warten? Nein, ich will nur bis zu dem Punkt warten, wo er die Tiramisu sicher bauen kann. Weil ob er jetzt Kastel holt oder... Okay. In dem Fall muss er jetzt noch zeigen, dass er einen Invoker im Deck hat. Richtig. Wenn er jetzt den Invoker baut, dann können wir hier rausgehen. Genau. Das nächste Schloss, okay. Hat er nur eine Eintrittskarte im Deck? Wahrscheinlich. Oder die zweite auf der Hand. Kann auch sein. Okay, passt. Okay. So, nächster Versuch. Ha, er darf anfangen. Will er anfangen, ist die Frage. Wenn er uns jetzt first gehen lässt, das wäre GG. GG! Wir haben die Drachenschlucht. GG! ja. Dann bauen wir mal einen Crystal Wing. Mhm. Also schön die Kombi durchziehen, Dux holt Phalanx zurück, etc. pp. Kennt man, weiß man. Haben wir irgendeine bessere Alternative? Was? Ich würde gleich gerne noch einmal kurz den Gelb-Ulk lesen. Der hier? Nee, das wäre einfach witzlos, weil wir können das auch so machen. Ja. Dann... Einfach Vajana.
Vairana. Mhm. So ein Scheißname. Dann bauen wir einen Crystal Wing. Ja, aktivieren bitte. Und dann würde ich sagen, setzen wir 2. Ja, wir setzen 2 und behalten die Kanone auf der Hand. Ja. Ja. Ja, Crystal Wing. Mhm. Dann Set 2 und go. Mhm. So, mal gucken, was er dagegen Guter macht. Guter First Turn. Oh ja. Ich hab die falschen Kartenrücken eingestellt, fällt mir gerade so auf. Hm? Hä? Digga. Ach so, ja. Ja. Was ist das denn? Oh! Eine neue Sixamo-Karte? Ach nee. Nein, das ist Alien. Das Recombination-Device ist komplett broken. Ja, A-Zell-Marken sind tückisch. Vor allem, wenn er jetzt einfach nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass das Ding ein Foolish Barrel ist und nächste Runde ein Surge. Und natürlich hat er einen Twin Twister. Das war ja die Idee gewesen, als wir 2 gesetzt haben. Mal gucken, weil was er erwischt. Weil das eine ist ein Upstart und das andere ein Surge auf eine Karte, die wir schon haben. Check. Wir haben noch unseren Upstart. Nee, wir haben noch das Terraforming. Noch besser. Ja. Okay, jetzt hat er die... Ja gut, das war klar, dass das passieren würde. Und ich... Moment, ich habe hier mein Kabel verheddert. Jetzt hallo, Ammonit. Wir haben Crystal Wing auf dem Feld. Die könnte man annullieren, das... wie wär's? Warte, was konnte der? Nein, ja, Ammonit okay. Darf der nicht, weil wenn der angreift... Ja, ich wollte gucken, was der da kann. Ja, dann kriegt er zwar den Effekt, dass wir Attack verlieren, aber Crystal Wing kriegt den Effekt, dass wir... die Attack kriegen wieder. Dass wir Attack kriegen. So, dann... ah, das aktivieren wir nicht mal. Nee. Jetzt kommt der Cyber Dark Scheiß. Mhm. Und jetzt ist der Punkt, an dem man sich denkt, warte, was? Okay, ja, wir würden gerne ein Inferno spielen. Mhm. Die Kanone war was nochmal? Sucht jetzt ein Monster und mild dann. Und damit legen wir eine Klaue auf den Friedhof, hätte ich gesagt. Ja. Hätte den Knochen holen sollen. Egal. Wir könnten höchstens... Nee, wir könnten höchstens noch. Wie liest sich Phalanx? Muss er einen Drachen ausgerüstet sein damit? Nee. Ja, aber wir haben schon Crystal Wing raus und Beals können wir nicht holen. Das heißt, wir müssten, wenn, dann Dingens hier bauen. Omega. Und der bringt gerade nicht mehr ja, so viel. Ja, nee, wir bauen eine Kanone. Hätte noch Karten auf, dann wäre es was anderes, aber hat er halt nicht mal. Nein, das würden wir übrigens gerne nicht negaten. Ja. Moment. Wenn wir jetzt angreifen, müssen wir gucken, wie rum wir angreifen. Mit Crystal Wing zuerst. Ja. Okay, analytisch den Effekt. Wie viele Azelmarken hat der? 3, das ist genug. Wow. So kann man die Barrier auch benutzen. Dann haben wir jetzt eine Klaue im Grave. Ja, doch, Klaue. Ja. So, also, er hat jetzt Random Top Deck. Und wir haben ein Monster, das nicht getargetet und nicht gecrushed werden kann. Random Top Deck plus ein Alien Monster, was er sich suchen kann. Das heißt, er hat eine 5er Synchro. Ja. Golga also, könnte er holen, aber die bringt nichts. Oder genau. Muss. Oder warte, Golga konnte doch offene Zauberfallenkarten auf seiner Seite oder überhaupt? Überhaupt. Dann könnt ihr nerven. Ja. Wäre aber hier nicht das Ende der Welt. Ja, weil wir die Kanone auf der Hand einfach wieder abschmeißen können. Nein, der kann unseren Fieldspeller zurückgeben und ja. Ja, und dann hat Golga zwar genug Angriffspunkte, aber das bringt nichts, weil der hat immer noch einen Unionseffekt. So, jetzt müssen wir die erstmal lesen. Also. Ja, er gibt ihn uns zurück. Okay, jetzt hat er 2 Azelmarken da drauf. Jetzt kann er 2 Azelmarken entfernen, um etwas kaputt zu schießen. Das hätte ich jetzt nicht mal gemacht, weil der hat überhaupt keinen Effekt mehr auf dem Feld gehabt. Das waren jetzt 800 Schadenspunkte durch die 2 Azelmarken.
Ja gut, bringt nichts, weil sein Viech ist jetzt trotzdem RIP. Okay, das könnte nerven. MST von oben? Na schade. Was kann Party sein? Ah, Hand. Schade. Also wir können theoretisch, aber nee, ich glaube, es ist so rum stabiler. Ja. Wir machen mit lieber wieder das Inferno. Ja. Dann Effekt Search. Okay, da liegt schon mal kein... Da liegt schon... Oh, Strike könnte da liegen. Aber Strike geht nicht auf Normal Summons, oder? Auf den Effekt von dem Monster. Ach so, okay. Aber das müssen wir jetzt halt machen. Ja. Und vor allem selbst wenn er jetzt einen Strike hat, sind wir nächste Runde vermutlich noch nicht tot. So, dich will ich dieses Mal. Na komm, aktiviere deinen Strike. Dann ja, Angriff. Jetzt soll nicht mehr getargetet dann, werden. Dann Bums. Ja, Bums. Wir würden übrigens gerne mal. Und du fliegst weg. Ja. Effekt. Und tschüss, Golgar. Ja. Putz. Ah. Ah. Na gut, ist allerdings relativ egal, weil... wir jetzt dich wiederholen können. Nee, die Kanone hat... Achso, auf die Hand war es zurück. Egal. Ja. Trotzdem egal. Und go, oder? Aber was kann das jetzt noch? Ah. Ja, das kann man machen. Ja. Und... Ja, dann dich jetzt. Und dann ja. Omega. Nee. Coral Dragon und... Ah ja, klar, Coral Rionac Dragon. Und Boom. Rionac ist immer noch nicht drin. Ah ja. Aber nimm mal Coral Dragon. Nimm mal Coral Dragon. Wäre eh der Einzige, den wir bauen können. Discard... Den hier. Ja. So, fick dich. So, Kollege. Bro. Dann zeig mal, was du drauf hast. Weil actually wird es schwierig, da jetzt noch rauszukommen. Ja. Also er hat so ein bisschen nichts mehr. Okay. Wir können jetzt den Mathematiker discarden und sein Viechkar... Warte mal, jetzt wird erstmal gerechnet. Also, wenn wir jetzt... Rein theoretisch. Was kann erstmal noch die Festung? Die K2-Sache, das Ding. Unsere Fieldsbett. Der K2-Sache. Der Fieldsbett ist nicht Festung. Der andere ist, wenn er zerstört wird. Ach so, genau. Okay, also, wir könnten jetzt... Das... Nee, bringt nichts. Ich glaube, sie sollte einfach nur Knochen holen und... Wir können ihn so oder so nicht umlegen, ne? Eben. Halt uns eben was in Mathematik auf. Ja. Was macht nochmal Kanone nochmal? Du Mild aus dem Deck, das wäre, glaube ich, gerade besser. Weil dann wäre Überlast live, wenn wir die ziehen sollten. Ja. Weil Nitz brauchen wir gerade nicht mehr. Auch mit. Nee, pass auf, wir suchen Klaue und legen dann die Chimera Flesia rein, weil dann kriegen wir nämlich in der Stepperfest eine Fusion auf die Hand. Das geht auch. Aber die Fusion ist ja nicht live, weil wir nicht genug Karten im Friedhof haben. Trotzdem. Nee. So rum, weil 300 Schaden mehr. Lol. Chimera Flesia. Random Gagagigo. Mhm. Man könnte jetzt so sagen, Karnickel. Ja, normales Monster. Schocksoldat! Wie wär's damit? Ist ein außerirdisches Monster. Der ist Wasser. Ja, damit gut. Kann man Bahamut-Shark bauen. Ja, wir würden gerne. Überlastfusion. Der kommt da eh nicht mehr aus an dem Punkt. Der hat eine Karte. Ja, aber... Man kann sich auch Backup raussuchen, oder? Ja, ja. So, also, was jetzt nicht passieren wird, ist volle Möhre Angriff. Nö. Hä? Achso, ja, okay, passt. Ja, ne, da war was. Macht Sinn.
Nee, ich habe mir überlegt, was das kann, war mir auch bewusst. Ich habe mir nur überlegt, warum du das tust. Ja, damit ich den wieder zurücknehmen kann und jetzt eine Kanone dranlegen, damit ich das letzte Viech in Friedhof kriegt, damit die Überlastfusion live ist. Klar, ich hätte es auch natürlich das Foolish machen können, das wir gerade getopdeckt haben. Du hättest auch einfach den Coral Dragon erstmal machen können und den Mathematiker abzuschmeißen. Wobei, nee, den Mathematiker normal wird die Runde vielleicht sogar noch. Eben. Dann das Dragon Ravine abschmeißen. Das kommt jetzt auch auf jeden Fall als erstes Mal. Sobald er sich entschieden hat. So, und jetzt will ich dich haben. Ja. So, und jetzt kommt erstmal Coral Dragon. Discard Dragon Ravine. Boots. Dann behalten wir den Mathematiker, würde ich sagen. Was hat er gesagt? Synchro. Synchro. Okay, dann bauen wir eine Fusion. Ja, aber wir angreifen kann auch trotzdem. Also, warte, wir können einfach jetzt. Ja, wir können einfach angreifen und tot. Ja, wollte gerade sagen, wieso nicht einfach angreifen? Ja, das ist. Brainfart. Ja, das muss jetzt aber passieren, aus Prinzip. Natürlich muss das passieren. So. Bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben einmal Misteltein, dreimal Dux, zweimal Knochen, zweimal Horn, zweimal Zacke, dreimal Kanone, dreimal Klaue oder Kralle, Mathematiker, Partisan, Aklis, dreimal Phalanx, Brandistock, zweimal Überlastfusion, Raigeki, zweimal Belonging, Terraforming, zweimal Fusion Substitut, zweimal Impact, Foolish Burial, zweimal Twin Twister, zweimal Inferno und zweimal Dragon Rewind, extra Deck haben wir. Zweimal Finsternis Kanonendrache, zweimal Finsternis Drache, zweimal Chimera Flesia, zweimal Nütz. Beals, Crystal Wing, Scarlight, Omega, Gaderk, Coral Drake und zweimal Vairayana. Vairayana. Scheißname. Also, erstmal, ich persönlich finde es ultra cool, dass es neuen Cyberdark Support gibt und die. Und was damit gemacht wurde. Ist auch sicherlich cool. Problem, langsam. Das Deck ist langsam as fuck. Klar, im Grind-Game kann das sicherlich was reißen, weil der Gegner halt vor jeder Normal-Summon Angst haben muss. Ja. Was man natürlich probieren könnte, ist die gute alte Brilliant Fusion. Weil, Überraschung, mit zwei Normal-Summons macht dieses Deck auf einmal was. Frage. Wenn ich ein Overlay baue mit dem Cyberdark-Viech, wo die Klaue dran hängt, ziehe ich da eine Karte? Sollte nicht, weil an dem Punkt hat sich ja kein Monster mehr ausgerüstet. Okay. Weil die sagt ja, Nee, die sagt das gar nicht. Das ist ja auch der nicht Klaue. Der sagt das. Genau. Falls einer das mit. Nee, genau. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, solange sie ein Monster ausrüstet. Und da oben stand das, ja. Da stand's. Falls diese Karte auf den Friedhof liegt, solange sie ein Monster ausrüstet. Die Sache ist die, wenn ich es als Overlay mache, rüstet er an diesem Punkt ja kein Monster mehr aus. Deswegen sollte ja, es. Ja. Also es sollte nicht funktionieren, weil ich weiß, dass ähnliche Effekte auch nicht funktionieren. Okay. Zum Beispiel Dingens hier. Ultra bescheuertes Beispiel. Durch die Karte weiß ich es aber. Nämlich die. Nee, die sagt aber, falls sie durch einen Karteneffekt des Gegners zerstört wird. Richtig, aber wenn der Gegner die zerstört und zeitgleich das Monster, das sie ausrüstet, passiert auch nichts. Und wie soll das passieren? Effekt, der zwei Karten schießt. Des Quaken, oder was? Ich weiß nicht mehr, wie ich durch welchen Effekt genau, aber es ging jedenfalls nett. Komm, es gibt noch ein paar Karten, die mehrere Karten auf einmal schießen. Gerümpelzerstörer oder irgend sowas. Okay. Lassen wir das. Ja. Also hier sollte es auf jeden Fall nicht klappen, da bin ich mir relativ sicher. An sich Fusion Substitute und Full Spurial für Nutz und wir haben ja auch nette Idee. Nee, stimmt, natürlich funktioniert das nicht, weil wir haben ja auch vorher den Effekt nicht bekommen, als wir unser eigenes Viech gebounced, so wie der beschworen haben. Eben. Wir haben den Effekt ja auch nicht bekommen.
Nitz, nette Idee. Also ich Nitz, prima, weil ich mill was aus dem Extra-Deck, Effekt, kaboom. Großartige Idee. Fusion-Substitute darauf, es ist halt ein Upstart, aber die Sache ist halt die, du kannst den Fusion-Substitute ziehen. Klar, kannst du für Cordial Drake abschmeißen oder sowas, aber... Ja, also das Problem ist einfach, dass ich denke, dass es nicht worth it ist, vor allem weil das Foolish Barrel of Belongings dann ein verzögerter Upstart ist. Zumal du ein ordentlich verzögerter Upstart. Zumal du kein anderes Target für das Foolish hast. Also, ich würde diese vier Karten einfach kicken und lieber zwei Nits reichen. Und lieber diverse Terraformings eventuell spielen, weil der Field Spell doch relativ solide ist. Oder Backrow. Und Backrow. Weil das Deck hat wirklich Bock langsam ist. Das war wie dieses eine Ghost-Trick-Deck vor einer Weile, was glaube ich auch von dir war. Das ist ein ultra langsames Deck, das nicht die Control hatte, um langsam spielen zu können. Ja, das ist also das Riesenproblem. Langsame Decks brauchen Control. Und ich denke auch, also ganz ehrlich, gerade deswegen, weil man, also die Idee natürlich, dass du mit einem Cyber Dark die Phalanx ebenfalls wiederholen kannst, ist ganz lustig. Aber, wie wir gerade festgestellt haben, kannst du dann damit keinen Vairana bauen und keinen Gay Dark. Weil, Überraschung, die brauchen geflügelte Ungeheuer und das sind Maschinen. Genau. Ergo. Achso, ich tue gleich mal wieder rein. Also, das ist, wenn du zuguckst, guck mal bitte danach, dass das irgendjemand fixt, weil das ist lächerlich. Das ist schon seit so lange so. Genau, also natürlich, der Brionak ist ebenfalls eine sehr gute Karte. Jetzt, ja. Not gonna lie, der ist gut. Und hier wurden auch die besten Random-Sechser-Synchros reingetan. Ne? Ding hat ja einen gewissen Errater bekommen. Guru Guardian. Ja, also von den Generics, Coral Drake, Brionak, Superkarten. So. Aber in dem Deck sind viel zu viele Normal Summons. Und deswegen würde ich mir überlegen, musst du das irgendwie gefixt kriegen? Die 6 Normal Summons von den Cyber Darks, das Maximum, was das Deck aushalten kann. Klar, die sind notwendig, weil die sind Engine. Aber Dux und Mathematiker sind weitere Normal Summons, die du dir brutal nicht leisten kannst. Wobei ich dich dann die Frage stellen sollte, solltest du es wirklich mit Drake Unity kombinieren? Genau. Klar, du musst es mit irgendwas kombinieren. Es sind zu wenig Karten und die Engine ist alleine zu schwach. Aber ich bin mir relativ sicher, dass da was anderes geht. Ansonsten spielst du es einfach mit einer anderen kleinen Engine und Ultra Trap Heavy. Ich habe mir gerade kurz überlegt, Lightswan, aber macht auch nicht viel Sinn. Oder warum? Michael ist ein Drache. Überleg dir was. Irgendwas. Also es gibt ja genug Themen. Vielleicht ja, also Leitzahn habe ich halt die Idee gehabt, weil das mildert wegen der Überlastung. Aber es war bloß ein erster Einfall. Es gibt genug Themen, überleg dir irgendwas. Gut, jetzt ja. Vielleicht nicht unbedingt Invoked, weil Verbannen ist nicht so die Sache mit dem Deck, die wollen den Friedhof eigentlich behalten. Zumal das Invoked Darkness Monster als Haupt-Engine-Karte gar nicht mal so gut ist. Dir fällt da was ein. Es gibt genug Engines, die wird irgendwas einfallen. Ja. Und falls nicht, dann stopf's halt mit Fallen voll. Ja. Genau. Das wäre es kombiniert mit Counter Fairy. Nein. Nein. Aber ja, Fallen, du rein, sind wichtig. Ja. Und bevor jemand auf die Idee kommt, ich denke nicht, dass eine gute Idee ist, das mit Cyber zu kombinieren. Nein. Denn das war's im Anime und im Anime haben die selten gute Ideen. Das meine ich nicht, aber Cyber will einfach für sich alleine stehen. Cyber ist ÖTK, das hier ist langsame Control. Vor allem, nein, diese ganzen Cyber-Effekte gehen ja auf konkret Cyber-Drache-Monster und das sind keine Cyber-Drache-Monster. Ja. Ich meine, klar, im Anime war das anders, aber Überraschung, Anime. Ja. Ja, bleiben wir mal noch bei 10 Punkten, weil es halt wirklich bocklangsam ist. Mhm. Klar, es hat ein starkes Grind-Game, logisch, metafähig ist es nicht, aber das ist auch nicht der Sinn von diesem Deck. Also ja. 10 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm gonna go get some more.